Hi zusammen, heute wieder ein kleiner Tipp oder Trick zum Thema HTTP-Binding. Das hat sich ja ein bisschen geändert seit OpenHAB 2. Wenn ihr noch OpenHAB 2 benutzt, zum HTTP-Binding habe ich, da oben verlinke ich es vielleicht, was gemacht. Dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Ansonsten machen wir heute was zum HTTP 3-Binding. Und ja, genau, mehr dazu nach dem Intro. So, ihr seht hier meine Things-Datei vom HTTP-Binding und da hat sich ja ein bisschen was geändert, ich habe es ja gesagt, und zwar gibt es da mittlerweile eine Base-URL, die man angeben kann, sprich unter welcher IP-Adresse ist eigentlich mein Lautsprecher in dem Fall, also das vom Yamaha Musicast System, ist das jetzt einer meiner Lautsprecher. Und dann die große Frage, wie gehe ich jetzt damit vor? In dem alten Binding war es ja so, da konnte ich ja quasi sagen, da hole ich meine Informationen, das mache ich, wenn ich den Status erreiche, das mache ich, wenn ich den Status erreiche. Jetzt läuft es ein bisschen anders, ich habe hier eine Base-URL und jetzt kann ich quasi sagen, hier, was für eine Art von Channel habe ich eigentlich. Also wenn ich mir das jetzt mal angucke, ich gehe jetzt mal hier auf meine Radio drauf, dann kann ich hier verschiedene Channels hinzufügen. Color, Contact, Datetime, Dimmer, Image, Location, Number, Player, Roller Shutter, String und Switch. Und so kann ich jetzt eben quasi die verschiedenen Kanäle bestimmen. Ich sage jetzt hier zum Beispiel, ich habe eine Number, das wäre für mein Volumen, also quasi für meine Lautstärke. Danke. So, und jetzt sage ich hier, dass ich das eben über, also State Extension heißt quasi über diese URL, über diesen Pfad kann ich die quasi auslesen. Und das wird dann quasi hier extended, also hinzugefügt. Das heißt, das und das zusammen, da kann ich es auslesen. Und jetzt kann ich hier auch eine Transformation machen. Die ihr das vorherige Video gesehen habt von OpenHAB 2, ihr wisst, da gibt es einen JSON-Path, das ist quasi ein Addon, wo ich installieren muss. Und da kann ich eben jetzt sagen, ich will quasi von der Root dann auf mein Volume drauf gehen, also quasi auf die Lautstärke, und kann es dann hier eben transformieren. Aus dieser großen JSON raus hole ich mir jetzt dieses eine Element. Und dann für die Extension läuft das Ganze so. Da habe ich jetzt hier meine Command Extension und ich stelle jetzt quasi irgendeinen Wert ein. Und das, was ich einstelle, ist nachher, das ist dieser String, ich habe ihn, glaube ich, beim letzten Mal Magic String genannt. Das ist einfach das, was nachher abbildet, was ich jetzt eingestellt habe. Also wenn hier jetzt steht, ich will das Volumen setzen, Volumen auf, und dann habe ich meinen Slider und dann sage ich halt, okay, den Slider ziehe ich jetzt zum Beispiel auf, keine Ahnung, lass mich lügen, auf 20. Dann wird eben das quasi hier reingeschrieben in den String und dann eben an den Musicast geschickt, genau. Und das Ganze können wir dann auch machen, zum Beispiel hier mit dem Switch. Ihr erinnert euch, der hat beim Musicast die Zustände Standby und On. Und deswegen muss ich hier diesmal auch wieder quasi eine Transformation machen, diesmal mit einem JavaScript. Warum? Ganz einfach deswegen, weil ich eben jetzt hier kein On und Off habe, wie es unser OpenHAB versteht, sondern eben an der Stelle unser Musicast. Deswegen brauchen wir wieder eine Transformation, die sieht diesmal ein bisschen anders aus. Da haben wir hier zum Beispiel dann, ich habe jetzt irgendeine Funktion, die kriegt eben den Wert x rein. Den Wert x, den parse ich dann in den JSON, das halte ich mir hier drin und dann sage ich, ich will auf die Power drauf zugreifen und davon den Wert. Und dann vergleiche ich, ist der Wert on, dann gehe ich eben hier auf on, ist Standby, das heißt, ist es nicht on, dann schalte ich auf off. Genau, wenn ihr wollt, dass ich dazu ein ausführliches Tutorial mache, dann müsst ihr mir Bescheid geben. Ich habe gesagt, ich mache jetzt nur noch Tipps und Tricks. Das ist für mich schneller und dann kann ich mehr Content liefern. Genau, aber wenn es da... wenn es jemand braucht, dann kann ich das gern machen, wenn es da Interessenten gibt. Genau. Dann beim Switch kann ich auch hier eine Command Extension angeben. Da habe ich dann eben hier jetzt auch wieder dieses Prozent $2S. Und jetzt hier hinten wird es spannend. Da kann ich nämlich jetzt dann Werte vergeben für an und für aus. Das heißt, on value wäre on. Das heißt, wenn ich auf anschalte den Toggle, dann schalte ich eben hier, schreibe ich hier das on rein. Wenn ich ein Off-Value habe, dann ist das eben das Standby, dann schreibe ich das Standby rein. Und genau das macht dann nämlich nachher auch am Ende vom Tag mein Lautsprecher. Genau. Dann haben wir hier noch einen Input, da lasse ich mir einfach nur einen String rausgeben. Also String hier, da sehe ich dann quasi,
was ist eigentlich gerade angeschalten? Ist es ein Netzradio? Ist es der Fernseher? Was auch immer. Genau, und meine Items, die ich dann nachher habe, die knall ich zum Beispiel Kitchen, bam. Dafür gebe ich dann hier hinten diese List-Widgets und das war hier unten Widget und ein List-Widget als Default-Widgets. Wie das funktioniert, erkläre ich in dem anderen Video, wo ich euch hier oben dann hoffentlich verlinke. Genau. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu sagen, und zwar, wenn ihr nicht wisst, wie die einzelnen, ich zeige das mal ganz kurz, wie die einzelnen Channels hier aussehen. Also hier vorne kann ich ja die Channel-Typen angeben, ja. Und wenn ihr nicht wisst, was ich hier alles eintragen soll, was es da alles gibt, dann gehe ich den Weg zu sagen, okay, ich gehe hier hinten, jetzt bin ich hier in meinem Radio drin, dann gehe ich nicht auf Channel, sondern auf Code und hier hinten ist hier alles aufgelistet. Und da sehe ich, gibt es hier eine Command Extension, es gibt eine State Transformation, Off State Extension, es gibt auch Mode Read Write, damit ich das weiß, ob ich da schreiben und lesen darf oder wie auch immer. Und da könnt ihr das alles 1:1 nachschauen. Also wenn wir jetzt hier sehen, State Transformation, das ist nachher genau das, was ich reingeschrieben habe. Der einzige Unterschied ist halt, im JSON gibt es da einen Doppelpunkt und kein Istgleich. Aber wir sehen, hier gibt es eine State Transformation. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann gibt es auch hier eine State Transformation. Das ist ein kleiner Tipp von mir, damit, wenn ihr da irgendwie mal an irgendwas stoßt, wo ihr nicht wisst, was ihr hier hinten eintragen sollt in den Channel, dann kann man das hier relativ gut aufklamüsern. Zwar in der YAML-File und nicht in dem Format, wie wir es brauchen, aber man hat wenigstens dann schon mal die einzelnen Worte oder die einzelnen Befehlsdinger, die man halt danach braucht, zum hintereinander klatschen. Genau. Das war es mal wieder von den kurzen Tipps und Tricks. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, freue ich mich über einen Daumen und über ein Abo. Und wenn es irgendwelche Fragen gibt, dann könnt ihr die gerne stellen. Ob und wann ich sie beantworte, ist immer die Frage. Aber ja, genau. Vielleicht sagt ihr auch mal, hey, das und das würde mich interessieren, wie du das und das umgesetzt hast. Vielleicht habe ich dazu schon eine Lösung. Wenn nicht, dann dauert es vielleicht ein bisschen die Antwort. Genau. Ansonsten bleibt gesund, macht's gut und bleibt gesund. Ja, habe ich schon gesagt. Ciao.